Okay Leute, wir stehen hier gerade in Italien, in Rom, der Hauptstadt, essen klassisch Supplì und hier drin ist einfach Carbonara. Let's go! Willkommen in Rom, ihr Lieben, der Hauptstadt Italiens und die Heimat des besten Essens, das italienische Küche zu bieten hat. Wir nehmen euch heute mit in die gemütlichen Seitengassen dieser wunderschönen Stadt und zeigen euch die besten Streetfood-Spots der Stadt. Dabei zeigen wir euch vor allem, dass Italien mehr als nur Pizza und Pasta zu bieten hat und ihr auch für wenig Geld richtig gutes Essen bekommt. Aber fangen wir morgens ganz gemütlich beim Café Rossioli mit einem klassischen italienischen Frühstück an. Also fangen wir an mit dem klassischen Frühstück. Ich probiere erstmal den Kaffee. Kaffee übrigens unglaublich günstig in Italien, also Cappuccino so 1,50, das ist so gestört. Das kostet in Deutschland ja locker das Doppelte. Und? Ist auf jeden Fall richtig lecker, aber weswegen wir hier sind, ist natürlich dieses Gerät hier, was Maritozzi heißt. Also im Prinzip einfach so ein Bun mit einer Cream gefüllt und ich habe es auch noch nie gegessen, ehrlich gesagt. Sieht ziemlich nice aus, ist auf jeden Fall typisch italienisch und ich würde sagen, wir snacken einfach mal rein. Fluffig, cremig. Oh, ich habe alles im Bart hängen. Also das ist auf jeden Fall ein leichter, süßer Start in den Tag, so wie Italiener es lieben. Ich würde sagen, so kann es weitergehen. Wir haben noch einige Spots heute vor uns. Let's go. Vielen lieben Dank übrigens für den ganzen Support für diesen Hoodie auf Instagram. Es hat mir wirklich sehr viel bedeutet, dass er euch genauso gut gefällt wie mir. Und dann haben wir uns übrigens die Challenge heute gesetzt für den Tag, dass wir nicht über 30 Euro kommen. Ich denke, es könnte klappen, weil wir ja viele Streetfood-Spots und so weiter probieren. Bis jetzt waren die Preise auf jeden Fall okay, obwohl natürlich 2,40 Euro für so ein kleines Cream Puff-Ding jetzt auch nicht unbedingt wenig ist. Aber wir werden sehen, wie viel Geld wir heute ausgeben und ich würde sagen, los zum nächsten Spot. Bisschen was Deftiges. So, fürs zweite Restaurant sind wir nach Trattoria gegangen und das ist auf jeden Fall schon mal ein Stadtteil, den ihr euch merken müsst, wenn ihr nach Rom kommt und Essen sucht, ist glaube ich so der Number One oder die Number One Region in Rom, wenn es ums Essen geht. Und wir haben uns direkt einen Klassiker natürlich für euch rausgesucht und zwar Trapezzini. Das sind so gefüllte Teigtaschen, die aus Rom stammen. Ich weiß ehrlich gesagt noch gar nicht, was drin ist. Das soll aber auf jeden Fall richtig, richtig gut sein. Und der Laden hier ist auch, glaube ich, der bekannteste in ganz Rom. Zumindest ist er proppenvoll. Mal gucken, wie lange wir warten müssen und mal gucken, was da am Ende drin ist. Let's go. Okay, wir sind auf jeden Fall nicht die Einzigen, die hier reinräumen. Ist das die Schlange? Ja, ich bin mir nicht sicher. Ich glaube schon, ja. Aber ich glaube, selbst wenn wir bestellt haben, müssen wir da noch ein bisschen warten. Hier sind so ungefähr 20 Leute am Stissel. Aber das bedeutet immer nur, dass es gut ist. Ihr wisst, da wo viele Leute sind, schmeckt es auch richtig gut. Guter Tipp. Guter Tipp. Also was haben wir jetzt hier? Wir haben zwei Teigtaschen, wie ihr seht. Einmal Meatball und einmal mit Käse. Und ich glaube, das hier ist eine Sardine oder sowas, oder? Wie heißen die Fische? Oh. Ist auf jeden Fall eine Art Fisch. Aber Stracciatella oder Burrata ist auf jeden Fall einer unserer Lieblingskäse. Deswegen freue ich mich auf den. Würde ich sagen, fast schon mehr als auf den. Deswegen fange ich jetzt mit Classic Meatball Tomate an. Ich würde sagen, reingehauen den italienischen Döner. Okay, wie auch war die Chance, dass da jetzt jemand rauskommt, oder? Aber 100% bei uns am Glück. 100%. Also, ich beiß nochmal ab. Ist auf jeden Fall ein großer Meatball drin. Und ich würde sagen, die Tomatensauce schmeckt so richtig italienisch. Richtig frisch, geil gewürzt. Und das Brot ist auch richtig nice. Ist so ein bisschen fluffig. Also der ist auf jeden Fall schon mal sehr lecker. Jetzt den hier. Den finde ich fast geiler. Der ist so ein bisschen frischer, oder? Sieht so richtig frisch aus. 1, 2, 3, cheers. Liebe diesen Käse. Burrata ist wirklich das Beste, was es gibt. Auch, wir sind jetzt schon so eine Woche in Italien und wir haben eigentlich jeden Tag Burrata gegessen. Und der ist halt so richtig cremig, frisch, wie so ein cremiger Mozzarella. Und ich finde dazu, der Fisch passt auch ganz gut, weil dann ist es so ein bisschen salzig, so als Ausgleich. Schmeckt auch nicht mega stark nach Fisch. Auf jeden Fall richtig lecker. Probier mal. Ja, der Käse ist geil. Bisschen kälter, weil der Käse halt kalt ist und dadurch irgendwie frischer. Ich finde, es könnte aber auch schon noch so ein Basilikumblatt oder ein Rucola oder so dabei sein, aber ist trotzdem auch so schon geil. Also ich würde sagen, wir können schon mal festhalten, Italien kann mehr als Pizza und Pasta, auch wenn das so ein bisschen Pasta im Brot ist, also zumindest eine Bolognese im Brot. Ist aber auf jeden Fall sehr lecker. Ich würde sagen, jetzt ist es aber Zeit für das beste Eis der Stadt.
damit willkommen bei Giolitti. Ich würde sagen, wenn die Straße voller Leute ist, mit riesigen Eiscremes in der Hand, dann ist man auf jeden Fall richtig. Wir müssen uns jetzt gleich mal entscheiden, was wir nehmen. Ich versuche mal, irgendwie einen klassischen zu nehmen, also den man schon kennt und mag, und eins, was man nicht kennt und was man einfach mal ausprobieren muss. Pistazie ist auf jeden Fall eins unserer Favorites, oder? Ja, lieben wir. So ein richtig gutes Pistazien-Eis. Ich würde sagen, du gehst mal nach vorne und checkst die Lage, ich bleib in der Schlange. Okay. Also komplette Überforderung. Es gibt bestimmt 50 verschiedene Eissorten. Das sieht so krass aus. So Leute, schaut euch dieses Oschi-Teil an. Wir haben auf jeden Fall das Gefühl, dass es gleich komplett auseinanderfällt. Wir haben uns aber entschieden für, was ist es? White Chocolate? Pistazie und glaube ich Blackberry. Blackberry! Es sieht edel aus. Ella hat schon mal angeleckt, das heißt, sie weiß, wie es schmeckt. Sonst. Aber es war nur aus Sicherheitsgründen, damit es nicht runterfällt. Ja. Ich mache jetzt den ersten und ich würde sagen Pistazie, weil es das Favorite ist als erstes. Boah, das ist schon krass cremig, oder? Das ist richtig gut. Boah, es ist so cremig und es schmeckt halt einfach nach Pistazie, aber nicht so dieses süße, künstliche, sondern so richtig, es schmeckt einfach richtig natürlich und lecker. Jetzt probiere ich mir das hier. Wir nehmen selten so Sorbet-Eis, ne, mit Früchten. Ja, das stimmt. Das ist dann ohne Milch ja quasi. Ach gut, magst du ja, nicht? Ist nicht so intensiv, finde ich. Nee, ich finde es aber gut, dass es nicht ganz so sauer ist. Ich hätte Angst, dass es sauer ist. Schmeckt irgendwie so ein bisschen nach Kuchen auch oder so, oder? Nee? Ich finde, das schmeckt nicht nur nach Frucht, wie so ein bisschen wie so eine Erdbeertorte. Oh mein Gott, hier läuft's schon. Also Pistazie auf jeden Fall das legendärste, würde ich sagen. 5 Euro für das Gerät, würde ich sagen, auf jeden Fall auch ein fairer Preis und ein echt leckeres Eis. So, ich würde sagen, bis jetzt läuft's auf jeden Fall gut. Eis war schon dabei, ein paar Klassiker, die hier Klassiker sind, die man aber nicht kennt, auch dabei. Es fehlt aber natürlich noch Tiramisu, es fehlt noch Roman Pizza, es fehlt noch Pasta, also wir haben noch was vor uns. Mal gucken, ob wir mit 30 Euro hinkommen. Wir haben auf jeden Fall noch ein paar nice Spots rausgesucht. Ich würde sagen, ab zum nächsten Spot. Wieder was schön Deftiges. Best of truffles. Ah, with the truffles. Oh, wow. Where are you? Okay, spontaner Stopp auf dem Markt am Fruitstand. Wir wussten nicht mal, dass hier ein Markt ist, aber sah so lecker aus und wir brauchten jetzt so einen Saft. Pomegranate, Orange, finde ich einer der besten Mixes. Was sagst du? Oh, es ist lecker. Ja? Übelst. Okay. Legendär. Wir haben den schlechtesten Deal gemacht. Orange kostet 3 Euro, Pomegranate 4. Wir haben 5 bezahlt für die mixte Version. Können wir also nicht empfehlen. Der reicht uns aber trotzdem mit in die 30 Euro rein, obwohl es ein spontaner Trip war. Aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Sehr lecker. Okay, next stop endlich Pizza. Wir haben lange durchgehalten ohne Pizza, aber jetzt geht's los. Auch ein sehr bekannter Spot hier für vor allem Roman Pizza. Ein bisschen außerhalb von Rom. Beziehungsweise, also es ist immer noch Rom natürlich, aber nicht ganz im Zentrum. Und das soll ein kleiner Geheimtipp sein, deswegen gehen wir da jetzt hin und gönnen uns ein bisschen Pizza. We take more smaller ones. Okay, that's a good one, yeah. Thank you. So witzig, also erstmal Legende, dass sie es mit der Schere abschneiden und dann wird es gebogen. Und dann ist es eigentlich ganz geil, weil dann kann man immer kleine Stücke nehmen und sich so ein bisschen durchprobieren. Wir haben jetzt irgendwas genommen, was geil aussah. Tada! Und es riecht. Okay Leute, das sind die guten Stücke. Ich muss sagen, das ist das erste, wo ich ein bisschen vom Preis überrascht bin, weil Pizza war gefühlt immer das günstigste, was man in Italien bekommen kann. Also so eine ganze Margherita 6 Euro und wir haben jetzt für den ganzen Teller hier 22 Euro bezahlt, also sagen wir mal so 8 Euro pro Portion, oder? Kann man sagen. Aber es sieht sehr nice aus und ich fange jetzt einfach ganz klassisch, würde ich sagen, an mit Margherita, oder? Weil muss man halt mit Margherita anfangen. Ich würde sagen, der Teig ist so richtig fettig. Es ist so nicht so dieses typische Steinofen-Ding. Aber es ist halt dadurch, dass es so ein bisschen dicker ist. So ein bisschen knuspriger, ein bisschen fluffiger. Aber der Teig ist auch so dieser richtig fettige, geile Pizzateig. Ich will mal eine andere. Sag ich mal, die hier wäre mir auch so eine, die so zu ist. Da ist, glaube ich, Roastbeef drin und Spinat, würde ich sagen. Hm.
Ist halt fast eher wie so ein Sandwich, würde ich sagen. Also so ein Roast Beef Sandwich einfach. Aber auch richtig geil. Hier, nimm du mal die hatte ich noch nicht. Okay. Ah. Anders irgendwie, ne? Anders, richtig aber... Richtig lecker. Ja. Okay, Leute, die Pizza hat uns ein bisschen rausgehauen aus dem Plan. Wir sind doch zumindest schon leicht über dem Budget. Aber wir geben natürlich nicht auf. Wir dachten, wir schaffen das locker. Aber es war jetzt doch ein bisschen höher preisig als gedacht. Aber ist egal. Schmeckt auf jeden Fall geil. Geil, genau. Genau. Und Tiramisu fehlt auf jeden Fall noch. Und da haben wir einen ganz besonderen Store auch mit verschiedenen Geschmäckern. Und dann noch eine, auch Spezialität aus Rom. Und ich sag nur, ich sag mal, frittierte Nudeln. Ich würde sagen, das beschreibt es auf jeden Fall ganz gut. Ich glaube beides. Okay, je nachdem, worauf man Bock hat. Also, bleibt dran, weiter geht's. Also das große 3,50, das kleine 2,50, sieht richtig lecker aus. Und eigentlich wusste ich schon vorher, was wir nehmen. Also erstmal würde ich sagen, wir nehmen nur zwei kleine, weil wir sind so am Platzen. Und dann würde ich sagen, Strawberry ist irgendwie eigentlich geil aber auch, ne? Nee. Nee, Pistazie und Klassik? Ja. Okay. How many do you sell per day? Yeah, more than 1000. Wow, Die sind so nett hier alle. Also, wir gehen mal in die Probierstation. Klassik. Pistazie. Ich finde das besonders, weil dieser oben dieser kleine Bobbel drauf ist. Natürlich müssen wir mit Klassik anfangen, weil es Klassik. Und dann gehen wir über zu Pistazie. Ich habe so Bock da drauf. Also ich muss sagen, ich habe jeden Tag, seit wir hier sind, schon Tiramisu gegessen. Das heißt, ich habe Vergleiche. Hm. Wow. Geil. Fluffig. Kakao oben drauf. Und nicht so krasser Alkoholgeschmack, das mag ich auch nicht. Und unten diese Löffelbiskuits. Kriegt von mir auf jeden Fall eine 10. Aber was kann Pistazie? Sieht so fluffy aus. Schmeckt auf jeden Fall so ähnlich wie das Pistazieneis. Auch richtig lecker. Mit diesen paar Nussstücken auch noch oben drauf. Ich finde das Original einfach geiler. Man braucht diesen Pistaziengeschmack, braucht man gar nicht. Einfach so dieses Fluffige mit dem Kakao und dem Alkohol und dem Kaffee meine ich natürlich. Geil, aber das ist auch sehr lecker. Probier mal. Und so. Schon ähnlich wie das Eis, oder? Ja, auch geil. Too much. Ist aber dann kein Tiramisu. Nee, genau. Was würdest du geben, Punkteskala? Ich finde beide geil. Also dann gebe ich dem eine 10 und dem eine 9. Das ist zwar kein Tiramisu, aber schon richtig. Ich finde es richtig geil. Geil. Okay, da wir ja noch nicht satt sind, gehen wir noch zum nächsten Spot, was richtig cool ist. Also let's go. Okay Leute, für den letzten Spot haben wir uns was Besonderes natürlich aufbehalten und zwar Supli. Das ist auf jeden Fall auch eine Roman Specialty. Ich würde es so ein bisschen als italienische Kroketten bezeichnen. Klingt erstmal nicht ganz so spannend, aber ihr werdet gleich sehen, mit was diese Kroketten gefüllt sind. Auf jeden Fall mit italienischen Spezialitäten. Wir wissen auch noch nicht so ganz, was uns erwartet, aber ich würde sagen, wir gehen mal um die Ecke in den Laden rein und probieren Supli in Italien. Okay, wir haben 4 bestellt. Einen mit ganz viel Käse drin und einen mit Carbonara, oder? Ja, ja. Carbonara, oder? Also das klingt auf jeden Fall richtig weird. Das letzte war doch mit Fisch, oder? Nein, Potato. Weil Sardinia gesagt. Ist Sardinia nicht die Sardinia? Nee, das ist das typisch Sardinische. Okay. Aber vielleicht auch nicht. Vielleicht ist es völlig frisch drin. Wir werden sehen, wir müssen jetzt 10 Minuten warten und dann haben wir es mal haben. Okay, Leute, wir stehen hier gerade in Italien, in Rom, der Hauptstadt. Essen klassisch, Supli. Und hier drin ist einfach Carbonara. Let's go. Das mit dem Käse klappt so gut. Guckt euch den Käse an. Okay, ich versuche das jetzt irgendwie zu essen. Es geht aber nicht. Okay. 3, 2, 1, cheers. Schmeckt original wie Carbonara.
dieser Carbonara. Eigeschmack, Parmesan schön und ein bisschen Bacon oder wie heißt es? Guanciale. Carbonara. Tuna. Okay, dann als zweites den klassischen. Das ist mit Tomatensauce und verschiedenen Fleischsorten, glaube ich, drin. Tada. Oh, man hat aber auch immer diesen Käse drin, ne? Ist immer noch zusammen. Man sieht gar nicht, wie lang. Leute. Boah, so eine richtig reiche Tomatensauce, Basilikum drin. Fleisch merke ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht. Muss ich aber nicht unbedingt. Und dann hat dieser Käse hier nochmal. Wenn man hier so drauf drückt, kommt richtig so der Käse und das Fett da raus, ne? Und dann. Achso, die haben jetzt übrigens 3,50 gekostet. Ich glaube, man kriegt sie auch schon für 2,50 je nach Laden. War aber richtig lecker hier und auch ein fettes Teil. Ich würde sagen, ich gebe dem klassischen 10 von 10. Den beiden mit Käse, also Carbonara und Käse Pepe, 8 von 10. Und dem ganz normalen Potato vielleicht eine 5, oder? Ja, stimme ich mit ein. Danke. Okay, ich würde sagen, ein guter Abschluss. Und wir gehen jetzt nochmal Richtung Kolosseum, um wirklich den Tag in Rom zu beenden. So Leute, ganz zum Schluss auf romantisch angelehnt, nochmal hier zum Sonnenuntergang am Kolosseum in Rom. Auf jeden Fall ein gutes Ende für das Video, würde ich sagen. Ich sag mal so, wenig überraschend kam wahrscheinlich, dass das Essen in Italien einfach geil ist. Und ihr seht, es gibt mehr als Pizza und Pasta in Italien. Und es gibt einiges zu entdecken und es ist auch gar nicht so teuer. Es ist jetzt auch nicht die günstigste Stadt natürlich, aber ich würde sagen, man kann nicht meckern. Es war sehr, sehr lecker und wenn ihr hierher kommt, was wir sehr empfehlen können, dann habt ihr jetzt auf jeden Fall ein paar geile Foodspots, die ihr abklappern könnt. Like das Video gerne, wenn es euch gefallen hat. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Ja, abonniert nicht vergessen. Abonniert nicht vergessen. Danke. Tschüss.